Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Hausflippers, und es hat sich einiges getan. Gerade ist ein Update reingeflattert bei mir, beziehungsweise bei wahrscheinlich allen. Einige Bugfixes, aber auch einige Neuerungen. Ja, zugegeben, hier noch nicht. Allerdings fangen wir... war das jetzt hier? Nein. Ja, neue Farben. Von Waldnebel bis blasses Rosa, die Kupfermünze und so weiter. Gut, ein paar, klar, waren ja auch schon dabei. Finde ich echt klasse. Gut, weiß ist klar. Und ansonsten, denn das Morgengeld hatten wir schon oder gab es schon. Den hellen Pfirsich gab es auch schon, das weiß ich, und den samtweichen Pfirsich. Allerdings, wie gesagt, so ein paar Sachen sind jetzt neu mit dazugekommen als ja, erstes sozusagen. Reife Birne weiß ich gar nicht. Amaranth hatten wir schon, beziehungsweise ja. Dann klar, Foto und Bilder waren nichts. Jetzt gibt es auch noch, jetzt muss ich bloß gerade mal gucken. Ich glaube, diese Stahlhaube, die Abzugshaube, die ist neu. Oder ich habe sie jedes Mal übersehen. Innenausrichtung ist es, glaube ich, Palisander neu dazugekommen. Und nun gibt es auch, wenn ich es finde. Nein, da ist es nicht. Wo waren das jetzt? Ich habe es gerade durchgeguckt. Ach ja, es gibt auch unter anderem neue Mülleimer. Dann ein Regal für die Küche. Und jetzt gibt es auch noch die Sauna. Ja, man kann jetzt wohl auch eine Sauna zusammenbauen. Dafür Saunathermometer, Sanduhr, verschiedene. Dann die Eckbank bzw. die Sitzbank für die Sauna zum Aufgießen. Die heißen Kohlen in verschiedenen Varianten. Und das ist, ja, das sind auch nochmal die heißen Kohlen in einer anderen Form. Ansonsten ist hier... ich glaube, die Vasen noch neu dazugekommen. Die kannte ich bis jetzt noch nicht. Und ich hatte das ja auch schon fast durch. Der Safe ist alt. Bälle. Der Wäschekorb weiß ich jetzt nicht zu 100%. Und ansonsten ist hier alles gleich geblieben. Stühle müsste... So wie es aussieht. Nee, da ist nichts dazugekommen. Im Survival-Bereich war es auch nichts. Teppiche sind auch geblieben. Jetzt muss ich da nur mal noch ganz kurz gucken, ob hier irgendwas von Sauna steht. Nee. Also dann gibt es hier nichts. Wir haben die Glas-Saunatür dazu bekommen. Und ansonsten ist vieles gleich geblieben. Hier haben wir noch die Saunalampe dazu. Und ansonsten haben wir hier jetzt noch, wie ihr vielleicht auf dem Tablet seht, ja, Anschlüsse. Wir können also jetzt eine Installation machen für eine Klimaanlage, für eine Duschinstallation, Wasserinstallation der Badewanne. Natürlich auch dementsprechend preislich sehr teuer. Das heißt, wir müssen richtig viel Kohle machen und für Heizkörper und für diese Handtuchheizung, Spüle, Waschmaschine und Toilette. Und ja, finde ich echt klasse, dass man das jetzt machen kann. Das heißt, man kann sich jetzt die Häuser auch so einrichten, wie man will. Ja, das heißt, alle Wände raus, und wenn euch irgendeine Wand nicht passt, wo eine Installation drin ist, bin ich letztes Mal, wo ich es für mich allein gespielt habe, wirklich dran gescheitert. Ich hätte die Wand gerne weggemacht, weil irgendwie 3 Bäder oder so drin waren. 3 Nasszellen oder so irgendwie. Und es hat mich wirklich gestört. Ich hätte gern ein bisschen was abgerissen. Das geht aber nicht, weil die
Wände der Installation ja fix sind bzw. fest sind. Da konnte ich mit dem Hammer nichts machen. Ja. Und ansonsten ist alles gleich geblieben, Galerie und Fotokamera. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe mir mein Bild noch gekauft. Ein ganz kleines, weil wenn man hier so ein Bild hier einfügt und ihr seht 7000 Euro für 2 Meter auf 5 Meter, gut zugegeben, so groß will ich es nicht, aber allein schon der Meter auf 2 Meter sind schon fast 1000 Euro. Ja. Und ansonsten gibt es wohl noch, jetzt gucken wir hier noch schnell rein, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, Badezimmer und Werkstatt, bitte um Hilfe. Da ist auch nichts Neues dabei. Okay, ja, also ein Plumping-System, also irgendwie ein, wenn das Klo verstopft ist, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, ich werde euch das jetzt einfach mal kurz vorlesen. Also das Plumping System, man kann jetzt das Badezimmer-Elemente überall hinstellen. Das heißt, ich könnte jetzt hier mir auch ein Klo kaufen und es hier hin platzieren. Brand new order with Sauna, also sprich, die Sauna ist eine neue, wo man diese dann auch in den E-Mails findet zum Aufbauen. Das Windows Cleaning wurde überarbeitet. Ich glaube, ich habe hier meine Fenster schon geputzt. Ja, leider. Die sind sauber. Gut. Neue Farben hatte ich euch gezeigt. Echo Lightning System. Das ist in den Einstellungen mit drin. Ich habe es aber noch nicht wirklich gefunden. Verschiedene Bugfixes. Die linke Maustaste funktioniert jetzt auch bei lower FPS, also bei schwacher FPS. Dann Staubsauger haben sie Improvement, also mit nochmal mit eingearbeitet und ein bisschen verbessert. Dann haben sie verschiedene Sounds weggemacht, die nicht mehr nötig waren. Und falsche Achievements bzw. Errungenschaften haben sie auch verbessert. Ja, ich werde mal gucken, wie wir es machen, ob ich einfach hier noch weiterspiele für mich oder, also wir hatten ja neu angefangen und es hatte euch jetzt nicht so interessiert. Wenn es euch weiterhin interessiert, beziehungsweise wenn wir eine Sauna aufbauen sollen oder sonst was, schreibt mir es doch einfach in die Kommentare und dann kann ich schauen, dass ich hier ein bisschen voranspurte mit dem Geld und so weiter und so fort und mit den Aufgaben. Dann mache ich das für mich alleine mal durch. Und sobald wir dann richtig gut Geld haben und auch Sauna kaufen können, wobei wir, Moment, das wollte ich jetzt noch gucken, ob noch neue Häuser dazugekommen sind. Nee, sieht nicht so aus für mich. Nee, leider nicht, aber gut. So ist es halt und ja, also wie gesagt, schreibt mir es in die Kommentare, wie wir es machen sollen, ob wir hier weiterspielen sollen oder ob ich hier das hier alleine vorantreibe und euch dann so ein paar Sachen zeige. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao und tschüss.